Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bei blauem Himmel, Sonne, ein paar Wölkchen, aber das ist gar nicht so schlimm. Wir haben heute echt viel geschafft. Ich habe viel gefilmt, viele tolle Sachen für euch aufgenommen. Und wie man unschwer erkennen kann, sind unsere Mädels hier und die Jungs und die Kleinen in der Streuobstwiese angekommen. Das war heute Morgen ganz schön aktig und es ist im Prinzip genauso gekommen, wie wir es gedacht haben. Die Mamas sind vorgelaufen und die Kälber waren hinterher das Problem, die nachzuholen, damit sie da sind, wo sie hin sollten. Aber dazu gleich mehr. Da zeige ich euch erstmal, wie wir umgetrieben haben. Zum Schluss werden wir über die ganzen Kommentare aus dem letzten Video sprechen. Ich hatte ja so ein paar Sachen gesagt zum grünen Kennzeichen, zu den zulassungsfreien Anhängern und zu den Führerscheinklassen T und L. Da kommen wir nochmal zu. Ihr habt viele tolle Kommentare geschrieben. Da gehen wir nachher drauf ein. Das machen wir aber am Ende vom Video, damit die, die jetzt erstmal Action haben wollen, auch Action kriegen. Gestartet sind wir heute Morgen mit 1, 2, 3, 4, 5 Leuten, die Rinder umzutreiben. Also Antonella und die Kuhbande inklusive Paul waren relativ einfach. Die sind schön hinter mir hergegangen, wie so ein Schäfer mit seinem Stock bin ich da vorher gelaufen und die alle hinterher. Aber ihr guckt euch das jetzt erstmal in Ruhe an und vielleicht fällt dem einen oder anderen ja was auf beim Umtreiben. Kommt alle mit! Alle mitkommen! Kommt! Kommt Mädels! Hier rum! Kommt! Kommt Mädels! Geh weiter, schnell, schnell. 1, 2, ja weiter, lauf schnell. Geh weiter, komm. Komm, weiter. Weiter, jawohl, die erste ist durch. Weiter, weiter, komm. Theresa, weiter. So, Rico, pass du jetzt auf, dass die nicht zurückkommen. Wie viele sind das? 5. So, komm schnell. Weiter. Wir machen erstmal hier das Tor zu, dass wir wieder zurück haben. So, jetzt ist sie durch. Aber ich krieg die gleich nicht mehr zu. Ist egal, lass mal so. Warte, nee, wir gehen schon langsam. Hier schon, da hinten, das Tor wird jetzt zugemacht, da können wir nicht mehr raus.
Mitte. In der Mitte. Warte, langsam. Ja, die gehen jetzt ab. Die den Weg nicht, die springen gleich. Und dritten hier einmal. Komm. Robin, komm her. Robin, komm her. Mach zu. Mach zu. Mach zu. Mach zu. Ich hab zu. Ganz ruhig. Langsam jetzt, die finden den Weg. Rico, hey. Machst du auf? Wir und aufpassen, ne? Aufpassen jetzt, die kommen. Ein bisschen agiler. Zu mal sofort. Ja, genau. Ihr habt es richtig gesehen. Ein Kälbchen habt ihr doppelt gezählt. Und zwar das erste, was alleine unterwegs war. Das war der Theo. Der ist schön gemütlich vor uns hergelaufen in die Streuobstwiese, ist dann aber durch den Zaun zu unserem Nachbarn auf die Wiese, von da aus wieder auf die Kälber-Winterfläche da hinten. Und schon standen alle vier wieder da, wo sie vorher auch gestanden haben, nämlich hinten auf der Winterfläche. Dann haben wir einen zweiten Versuch gestartet, da war wieder Theo der Erste, der ist dann aber direkt durchgelaufen in die Streuobstwiese, der war dann schon mal da. Und die anderen drei, das war dann ein bisschen aktiger, aber das ging dann am Ende auch. Habt ihr gesehen, drei Leute hinterher und dann ist das gelaufen. Hat ein bisschen gedauert, bis die aus der Winterfläche auf dem Betonboden waren. Und danach war das ein Selbstläufer und dann sind die schön hier angekommen. Die sind jetzt hier fein am Fressen. Die Antonella steht hier, die weiß nämlich, dass ich noch Wasser holen muss. Das machen wir jetzt mal schnell. Und dann gucken wir mal, wie es denen hier in der Streuobstwiese ergeht. Aber ich denke, die haben es ganz gut getroffen hier. Ja, jetzt seht ihr, die Rinder haben jetzt Wasser, die stehen hier, genießen das frische Grün, sind total tiefenentspannt und chillig und somit können wir das Thema Rinderumzug, Rinder in der Streuobstwiese erstmal abhandeln und widmen uns dem nächsten Thema, der Naturschutzfläche vom NABU. Der NABU in Hamm hatte uns angesprochen, ob wir Interesse haben zu unterstützen bei der Renaturierung einer Grünfläche mitten in Hamm. Ich habe mir die dann letzte Woche zusammen mit dem NABU angeschaut und im Prinzip ist es relativ einfach. Wir haben da gar nicht viel zu tun. Wir mähen die Fläche und nehmen das Gemähte direkt mit. Die Fläche wird also einfach nur abgeschnitten und leer geräumt. Das soll den Effekt haben, dass sich Kräuter und andere Pflanzen außer grünes Gras da entwickeln können. Wenn ihr das gleich seht, da ist fast ausschließlich Gras drin. Also da ist keine Blume, kein Kraut, nichts. Das ist einfach nur eine Grasfläche. Die ist über längere Zeit konventionell bewirtschaftet worden und jetzt hat der Pächter der Fläche gesagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf, das soll jetzt alles wieder der Natur zugutekommen. Und dann haben die uns gefragt, ob wir da unterstützen können und wir haben direkt zugesagt und haben jetzt heute die Fläche geschnitten und das ganze Zeug zusammengeschoben, geschwadet und dann verladen. Und ich kann euch eins sagen, wir waren echt überrascht, aber jetzt nehme ich euch erstmal mit. Beim Schneiden und Schwaden und Zusammenschieben und Sammeln. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder.
Wir haben die Fläche jetzt geräumt, das ist einmal richtig ordentlich sauber. Ihr habt ja gesehen, ich bin mit dem Schwader rübergefahren, der Dirk hat das alles zusammengeschoben. Wir sind davon ausgegangen, dass wir von der Fläche hier ungefähr eine Anhängerladung maximal runterholen. Nach mehr sah das nicht aus. Jetzt ist der Anhänger rappelvoll und da liegt noch ein Anhänger voll. Unfassbar, was hier an Menge drauf war. Aber jetzt machen wir es so. Morgen früh fahre ich hier hin und hole den Anhänger ab, kipp den zu Hause ab. Dann kommt der Dirk, der Schlepper vom Dirk bleibt jetzt hier stehen. Den haben wir extra da in die Ecke gestellt. Und dann kommt der morgen früh, dann laden wir den zweiten Anhänger auf und dann fahren wir zusammen nach Hause. Und dann haben wir die Fläche hier schön sauber hinterlassen. Ja, es war schon viel zu hoch. Das konntet ihr vorhin beim Balken mehr sehen. Stellenweise hat er das nur noch vor sich hergeschoben, weil einfach so viel Material da drauf war, dass das gar nicht mehr richtig umfiel. Und es lag auch viel, weil es auch gestern und vorgestern immer mal wieder hier reingeregnet hat. Also von daher, beim nächsten Mal muss die Fläche viel, viel eher gemäht werden, damit die gar nicht erst so hoch wächst. Aber die sieht doch schon mal gut aus. Und dann sind wir jetzt mit Wieseräumen auch schon durch. Vorne liegt noch ein Haufen. Der Dirk wird jetzt nach Hause gebracht. Wir treffen uns morgen früh hier wieder. Ich hole zwischendurch den Anhänger weg, kipp den zu Hause hin. Und dann holen wir die zweite Lage, damit die Rinder, die Schafe und die Schweine jetzt mal richtig schönes Grünfutter kriegen. Für die Rinder brauchen wir es eigentlich nicht mehr. Die sind heute Morgen umgezogen, habt ihr ja alles schon gesehen. Die Schafe können das noch gebrauchen, die Schweine können das noch gebrauchen. Wir werden das schon los, da mache ich mir gar keine Sorgen. Das wird schon funktionieren. Also von daher sind wir jetzt hier durch. Wir fahren jetzt wieder nach Hause und dann geht's da gleich weiter. Und für alle die, die neugierig sind und wissen wollen, mit was für einem Schlepper der Dirk hier war, das ist ein Solis 20 6.2. Cooler Schlepper, der bis jetzt alles gerockt hat, was wir hier so veranstaltet haben. Ja, ich bin jetzt hier natürlich wieder zu Hause, aber die Bilder von der Fläche habt ihr gerade gesehen. Wahnsinn, was sich da zusammengetragen hat. Unglaublich, ich hätte es selber nicht erwartet. Wir haben da gestanden und überlegt, kriegen wir denn wohl einen Anhänger damit voll? Reicht das denn wohl? Aber das meiste Gras lag halt flach durch den Regen und dadurch, dass er schon so elend hoch gewachsen war, lag das auf der Erde und man konnte das gar nicht sehen. Ich bin zwar einmal durch die Fläche so grob durchgelaufen, habe gedacht, die ist aber ganz schön kahl, da ist wenig drin. Ja, und jetzt sind es am Ende 2 Anhängerladungen geworden. Alter Schwede, was für eine Menge an Grünfutter. Wir verwenden das jetzt hier für die Schweine und für die Schafe. Wir gucken mal, ob die Rinder da auch noch was von fressen wollen. Aber die stehen ja nun seit heute auf der grünen Wiese. Wir werden das Futter schon los. Die Planung ist jetzt für morgen so. Dann seht ihr das Video schon. Ich fahre morgen früh zur Fläche, hole den Anhänger ab, kippe den hier zu Hause ab, fahr wieder zurück. Der Dirk kommt zur Fläche, den Trecker haben wir da stehen gelassen. Und dann laden wir die zweite Ladung, die da noch liegt, das ist bestimmt noch ein Anhänger voll, auch noch auf. Da fahren wir damit wieder nach Hause und dann kriegen die Schweine ab morgen nur noch Grünzeug zu fressen. Das ist richtig geiles Gras und die sollen mal reinhauen, damit das jetzt schnell weg ist. Denn ich denke mal, so 3-4 Tage können wir das liegen lassen, dann sollte es auch weg sein. Die Schafe freuen sich auch und von daher werden wir das wohl schon los. Ich habe jetzt gerade mal so grob das Video geschnitten, um mal zu gucken, wie lang wir sind. Und wir haben jetzt schon gut 30 Minuten zusammen. Ich hatte eingangs versprochen, dass wir nochmal über die Kommentare vom Donnerstag sprechen. Dazu bekommt ihr jetzt ein Spezial am Montagabend. Also wir sind jetzt einfach schon zu lang, finde ich. Und deswegen werden wir dazu ein separates Video machen. Ich habe nämlich zwischenzeitlich mit dem Hauptzollamt gesprochen. Ich habe mit der Versicherung telefoniert. Ich bin am Freitag früh, also gestern, mit dem Schlepper auch zum Schrott gefahren und habe den Schrott weggebracht. Und am Montag erfahrt ihr jetzt zu den einzelnen Kommentaren, was dabei rausgekommen ist. Ich habe die Kommentare auch noch nicht beantwortet. Ihr bekommt jetzt alle ein Herz und einen Daumen nach oben von mir. Und dann schaut ihr am Montag rein, wenn es dann heißt, was hat der Zoll und die Versicherung zu meinem Vorhaben mit dem Schrott gesagt? Und was ist richtig, was ist falsch, wie sieht die rechtliche Situation wirklich aus, kann ich euch jetzt alles aus erster Hand mitteilen. Und deswegen für die, die jetzt nur Tiere und Schlepper sehen wollten, habt ihr jetzt, glaube ich, ein cooles Video gesehen. Und für die, die sich um das Thema grünes Kennzeichen, zulassungsfreie Anhänger und Führerscheinklasse T und L interessieren, die schauen einfach am Montag um 19 Uhr rein, dann gibt es ein Spezial und wir sprechen in aller Ruhe, gechillt, entspannt über die Kommentare.
und dann nehmen wir das alles mal unter die Lupe und schauen uns das an. Also dann bleibt mir jetzt an dieser Stelle nur zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt alle gesund, Daumen nach oben und Abo nicht vergessen. Und dann sehen wir uns nicht am Donnerstag, sondern bereits am Montag wieder, zumindest die, die Lust haben. Und dann ganz viele frische Informationen aus erster Hand. Also genießt den Sonntag und bis Montag. Ciao.